alles neu. Deine Hände fallen dürfen und können, Herr. Danke, dass du uns auffängst
wenn es uns schlecht geht, wenn uns Dinge passieren, die wir nicht ändern können, Herr, die uns runterziehen, Herr, Dank, dass wir bei dir ja, uns bergen können, dass wir bei dir aufgefangen werden, Herr, dass du uns auffängst und dass du bei uns bist, Herr, Dank dafür. Und dafür preisen wir und loben wir dich jetzt, Herr, dass du der einzig wahre Gott bist, Herr, der uns auffängt, der bei uns ist und der uns seine Liebe schenkt und geschenkt hat und immer schenken wird.
Herzliches Willkommen für die, die vielleicht etwas später als 22:30 in diesen Gottesdienst kommen. Also herzlich willkommen zu Hause, CZFler.
Und vor allen Dingen willkommen zu Hause alle Gäste. Dafür dürfte ich gerne mal volles Licht haben. Das wäre cool. Und wenn es nicht so einen Hall gibt, wäre auch toll. Ich kann auch so reden, da sage ich, brauche ich kein Mikrofon. So, okay. Ganz, ganz herzlich willkommen für alle diejenigen, die das erste Mal in einem ZZF-Gottesdienst sind. Vielleicht gibt es ja jemanden, der zum allerersten Mal hier ist. Wir haben für dich einen besonderen Willkommensgruß vorbereitet. Das ist eine eigens kreierte, nur für dich kreierte Willkommenstüte, Tasche. Wenn du also da bist und zum ersten Mal da bist und wir das gerne überreichen würden, dann bräuchten wir dafür ein Handzeichen. Also du müsstest schon kurz uns winken und sagen, ich bin zum ersten Mal da. Da ist es. So, herzlich willkommen. Super. Also hier da vorne, der wunderschöne junge Mann ist zum ersten Mal da. Der Mann in Rot. Wenn ich jetzt mal schon, Entschuldigung, so direkt reden, bis du die Tüte kriegst. So, toll, dass ihr da seid. Ihr seid herzlich eingeladen, auch an die Welcome Bar zu gehen. Nach dem Gottesdienst im Foyer ist eine Welcome Bar. Da gibt es einen Willkommenscocktail. Den kannst du dir abholen, extra für dich. In der Tüte ist eine Connect-Card drin. So, da kannst du ein Feedback uns geben, wie dir der Gottesdienst gefallen hat. Weil wir sind immer daran interessiert, zu wissen, was war gut, was war schlecht, was kann man verbessern. Und da kannst du gerne draufschreiben und sagen, so und so. Wenn du magst, kannst du auch deine Kontaktdaten draufschreiben, kannst auch ankreuzen, ich will den Newsletter haben. Wie auch immer, aber vor allen Dingen, was für ein Feedback, das wäre richtig klasse. Auf der anderen Seite findest du unseren Gemeindelebenstand. Da ist es wirklich, geht um das Gemeindeleben, alles, was die Gemeinde ausmacht. Zum Beispiel war gestern Dancing in the Moonlight, habe ich gehört. Und es gab einen DJ Barrock, der hat aufgelegt. Volle Konkret. Oder? Stimmt? Aber sowas von Hallo. Ich habe es bis nach Fechnern gehört. So, nein. Also, das ist zum Beispiel das. Oder es ist kein Begegnungscafé am Freitag von der Susi, wollte ich sagen, ja. Passt schon, ja. Passt. Also mit S. Ja. So, oder was haben wir noch? Kleingruppen, Twents, einem Jugendalpha gerade. Also ganz viele verschiedene Dinge in der Gemeinde. Du kannst gerne dich da informieren. Das wäre klasse. Super. Wir kommen zur Kollekte, weil das ist ein Teil des Gottesdienstes. Oder vielleicht sogar auch Teil vom Lobpreis. Und Jesus hat mal so eine Anweisung gegeben oder eine Idee gegeben, wie man eine Kollekte, also wie man etwas geben kann. Also wie gebe ich? Und dann sagt er, gib in aller Stille. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Also gib in aller Stille heißt so viel wie ganz für dich persönlich. Gibt es aber auch nicht so, wink also nicht mit den Euroscheinen rum oder so immer, sondern gib in aller Stille, in aller Ruhe. Und das möchte ich jetzt auch mal machen. Das sind mal 30 Sekunden, will ich alle stehen bleiben, innehalten, wirklich ruhig sind, still. Und du Gott einfach mal fragst, soll ich was geben? Was soll ich geben in aller Stille? Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du selbst uns verheißt und versprichst, der Vater im Himmel wird uns dafür belohnen, wenn wir auch in aller Stille geben. Wie auch immer die Belohnung aussieht, aber dafür danken wir dir. Wir danken dir jetzt schon für deinen Segen, himmlischer Vater, den du uns zuteilst. Amen. Darf ich die Helfer bitten, die Kollekte einmal runterzugehen. Wer gerne via EC-Karte spenden möchte, von mir aus gesehen rechts, von euch links, dort am Infopoint ist EC-Karte. EC-Gerät, dort könnt ihr auch via EC-Karte spenden. Noch ein paar Ansagen während der Kollekte. Erstens am Dienstag. Wenn ich jetzt die nächste Folie sehen würde, dann wäre es cool. Genau, das ist Salz und Pfeffer. Das ist unsere Twents. Die sind da unterwegs. Die werden dort ihren Abend haben ab 19.30 Uhr mit dem Thema Durchblick, Love and Learn. So, das ist jetzt total interessant. Steht da drauf, Patrick, hast du draufgeschrieben auf dem, doch. Der Patrick macht es den Abend mit der Selina, glaube ich, zusammen. Und also ganz, ganz herzliche Einladung, 19.30 Uhr im Bistro. Nächsten Sonntag werden wir unseren ZZF-Update haben. Und das direkt nach dem Gottesdienst euch informieren, auf der einen Seite über unseren finanziellen Stand, was alles so war in 2018, ein Update geben bis Anfang 2019, aber vor allen Dingen eine Perspektive für das 2019, für das 2020. Die nächsten 12 Monate werden super, super spannend. Es geht um Personelles, es geht um wirklich Perspektive. Und ich würde euch total gerne bitten, dass wir als ganze Gemeinde da sind, sodass wir auch noch Zeit haben und auch eure Fragen beantworten oder auch vielleicht eure Anregungen kriegen. Und es geht schon um sehr Bedeutendes, was die nächsten 12, 18 Monate passiert. Von daher könnt ihr das schon mal eintragen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen.
Okay, drittens, das ist unser, ich glaube, das nächste Crosswalk, genau, am Samstag, das Missionswerk, das hier auch zu Hause ist oder auch ihr zu Hause hat, mit ihrem Tagesseminar, das übernatürliche Kapital einsetzen, von 9 bis 18 Uhr und dann um 19.30 Uhr den Gottesdienst face-to-face, ein Abend in Gottes Gegenwart. Wenn du dafür keine Zeit hast oder das nicht so cool findest oder nur das Tagesseminar haben willst, dann kannst du abends auch zum Base, zum Jugendgottesdienst gehen, das ist die nächste Folie. Revolution, also die Jugendarbeit, hyperkonfessionelle Jugendarbeit, auch ein bisschen Teil der Evangelischen Allianz, wir sind Mitte dabei, Jugend in St. Peter, das ist eine große Eventkirche in der Stadt, dort könnt ihr also auch dann um 19.30 Uhr dran teilnehmen. Okay, wie auch immer, all das sind Möglichkeiten. Und bevor die jetzt fertig sind, spielt ihr noch weiter ein Lied und wir hören einfach euch genussvoll zu. Wir können auch mitsingen, ja, wir können auch mitsingen, bis das zumindest die EC-Karten fertig ist. Natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen an diesem, ja, Morgen, an diesem schönen Sonntagmorgen. Wir sind ja in unserer Predigtserie Cliffhanger, in der wir uns in 6 Wochen durch die Bergpredigt durchkämpfen, durcharbeiten, durchgehen. Und wir haben letzte Woche schon vom Gerold eine Predigt gehört, so ein bisschen über die Seligpreisung und über Eigenschaften von Leuten, die Gott nachfolgen, so Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und bevor wir heute durchstarten, würde ich einfach am Anfang noch beten wollen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir einfach in deiner Gegenwart zusammenkommen können. Ich danke dir dafür, dass wir heute wieder dir im Lobpreis begegnen konnten, aber auch in den Begegnungen untereinander. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Worte segnest, die gesagt werden, Herr, dass heute dein Wort auch wirklich zur Geltung kommt und dein Wille und ja, dein Wort einfach heute rausgeht und seinen Job macht. Und ja, da möchte ich dich einfach um deinen Segen bitten, Herr. Und öffne unsere Augen, Ohren und unsere Herzen, damit wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest, Herr. Amen. Ja, die Predigt heute heißt Am seidenen Faden. Und den Titel habe ich mir ausgesucht, weil ich so das Gefühl habe, manchmal so an einem seidenen Faden zu hängen bezüglich Glaube und Handeln.
Und dann ist immer so die Frage, was betont man mehr? Und wenn ich meinen Fokus auf das Handeln lege und irgendwie Regeln und so einhalten möchte, versuche ich mir dann irgendwie die Gerechtigkeit zu verdienen? Oder wenn ich meinen Fokus auf die Gnade lege, vergesse ich dann auch komplett so zu handeln? Und ich habe mich ja schon oft mit Christen unterhalten und manchmal kommen dann so Aussagen wie, ja, ich konzentriere mich mehr auf die Gnade und wenn ich versuche, die Gebote und alles Mögliche einzuhalten, dann habe ich das Gefühl, dass es so eine Werksgerechtigkeit abdriftet und deswegen konzentriere ich mich auf die Gnade und ich gucke ins Neue Testament und ich schaue auf Jesus und versuche mir, oder weil ich ja weiß, dass die Gnade allein durch Jesus kommt und meine Erlösung allein durch Jesus kommt. Und das stimmt voll. Will ich auch keinem absprechen. Wir sollten auf Jesus schauen und die Gnade und Erlösung, die wir durch Jesus bekommen. Aber wenn wir auf Jesus gucken, dann würde ich auch einfach gerne mal schauen wollen, wie guckt denn Jesus aufs Handeln und auf das Gesetz und aufs Regeln einhalten. Und darum geht es genau in dem nächsten Abschnitt der Bergpredigt und ich nehme euch nochmal so ein bisschen in die Bergpredigt rein. Wir wissen, Jesus ist unterwegs, setzt sich auf einen Berg mit seinen Jüngern und also Berg, wir im Allgäu unten würden sagen Hügelchen, war so eine kleine Erhebung und er setzt sich dahin mit seinen Jüngern und fängt einfach an zu erzählen. Und wir befinden uns ja im Matthäus-Evangelium. Ich habe euch schon so ein bisschen was erzählt über den Aufbau des Matthäus-Evangeliums, dass es da so geht, darum geht, es ist keine Chronologie von Jesus, sondern es sind 5 große Redeeinheiten, in die Matthäus sein Evangelium unterteilt hat. Und das hängt ganz stark damit zusammen, was die Absicht von Matthäus ist. Seine Absicht ist, Jesus durch sein Evangelium als Lehrer, als Rabbi für die Juden darzustellen, um ihnen zu zeigen, hey, das ist ein Lehrer, der Bescheid weiß, der Autorität auch hat und im Endeffekt auch der Messias ist. Das ganze Evangelium von Matthäus ist so darauf ausgerichtet, den Juden zu sagen, das ist euer Messias. Und deswegen verwendet er auch ganz oft eine Sprache, die direkt auf die Juden zugeschnitten ist, dass sie es einfach begreifen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil Jesus in diesem Bibeltext, den wir gleich anschauen möchten, die höchste Instanz oder die höchste moralische Richtlinie der Juden anspricht. Und das war nun mal das Gesetz. Und ich lese mal den Text vor aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. In diesen 4 Versen macht Jesus so 3 Hauptaussagen. Die erste ist, dass er das Gesetz nicht außer Kraft setzt. Das zweite, dass er die Gültigkeit des Gesetzes betont. Und als drittes, die Gerechtigkeit seiner Zuhörer anspricht. Wir fangen jetzt einfach mal an beim ersten Punkt und zwar, Jesus setzt das Gesetz nicht außer Kraft und er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt es an einem Zeitpunkt, da war er schon so eine kleine Berühmtheit im Volk Israel. Wurde er getauft, ungefähr mit 30 Jahren, ist dann 40 Tage in die Wüste gegangen. Als er zurückgegangen ist, hat er direkt angefangen, das Evangelium der Gnade zu predigen. Und es wird berichtet, dass er von Synagoge zu Synagoge gegangen ist und da die Leute unterrichtet hat, dass er Wunder getan hat, dass sich die Kunde von Jesus im ganzen Land ausgebreitet hat, dass Menschen von fern hergekommen sind, um sich haben heilen zu lassen.
Und jedes Mal, wenn Jesus fertig war mit einer Lehre in der Synagoge, dann steht da, dass die Zuhörer total verwundert waren, weil er nicht so gelehrt hat, wie sie es von ihren Schriftgelehrten kannten, sondern er hat gelehrt wie jemand, der Autorität hatte. Und er hat viel auf eine andere Art und Weise gemacht, wie das Volk das erwartet hätte oder wie das Volk das auch gekannt hat. Und deswegen haben die sich bestimmt sowas in die Richtung gedacht, hey, das ist ein neuer Prophet. Sie haben ihn damals, also der Russe hat ihn noch als Prophet angesehen. Der macht vieles anders. Der bringt jetzt irgendwie eine totale Revolution. Um da einfach von Anfang an Klarheit zu schaffen, sagt Jesus hier, das ist nicht mein Ziel. Ich bin nicht gekommen, um das, was bereits besteht, aufzulösen. Und dieses Auflösen, das bedeutet so etwas, was davor eingesetzt wurde, was davor eine Richtlinie war. Es geht nicht darum, das in seinem vollen Umfang komplett mit allem, was dazugehört, ungültig zu machen, sondern Jesus sagt, er ist gekommen, um zu erfüllen. Und Gesetz oder Propheten, was bedeutet das jetzt eigentlich? Gesetz, ganz klar, das sind die Regeln, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, als er seinen Bund mit ihnen geschlossen hat. Ganz praktisch gesagt, so die ersten 5 Bücher in der Bibel, die Tora, 1. bis 5. Mose, das war das Gesetz. Denn da sagt Jesus ganz viel zu seinem Volk Israel, ihr sollt so und so leben, weil ihr seid meine Repräsentanten auf der Erde und ihr sollt diese und diese und diese und diese Regeln einhalten. Einfach auch, um selbst heilig zu sein und mich als Gott gut in dieser Welt zu repräsentieren. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, der gestellt wird. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Tora durchgelesen hast. Es sind wirklich sehr viele Gesetze. Teilweise verstehe ich die auch heute gar nicht so richtig, beziehungsweise kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum das alles so notwendig war. Und heute muss man das auch gar nicht mehr alles genauso umsetzen. Also es ist nicht notwendig, dass wir regelmäßig und täglich Tiere schlachten und Innereien verbrennen und alles Mögliche. Aber das war der Maßstab, der damals gegolten hat. Und das war ein extrem hoher Maßstab. Und wir lesen im ganzen Alten Testament, dass Israel es nicht geschafft hat, diesen Maßstab auch nur ansatzweise zu erfüllen. Und das Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat, war im Grunde genommen eine Selbstoffenbarung Gottes, wo er gesagt hat, diese Regeln gebe ich euch, denn ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wenn ihr heilig sein sollt, dann sollt ihr die Dinge befolgen, die mir am Herzen liegen, die mir wichtig sind, die auch mein Wesen so ausmachen und die Heiligkeit ausmachen. Also das Gesetz an sich war eine Selbstoffenbarung Gottes. Und die Propheten, das war quasi die Art und Weise, wie Gott sein Willen dem Volk deutlich gemacht hat. Er hat da in den Propheten nicht ständig neue Gesetze erlassen, sondern hat immer wieder Propheten erwählt, hat sie in sein Volk reingeschickt, um zu sagen, hey, so wie ihr euch gerade verhaltet, das entspricht nicht meinem Willen. Das ist nicht das, was ich mir für euch als euer Gott wünsche. Und das ist quasi so eine Willensoffenbarung Jesu durch seine Propheten. Also wir haben einmal die Selbstoffenbarung durch das Gesetz und einmal die Willensoffenbarung durch die Propheten. Und alles zusammen ergibt das Alte Testament. Und das Alte Testament in der Form, wie wir es heute haben, so hatte das Jesus damals schon. Und das war quasi seine Bibel. Und dieses Alte Testament, wie gesagt, es hat einen extrem hohen Anspruch gestellt an das Verhalten der Juden. Und sie haben es nicht hinbekommen. Und Jesus sagt jetzt, ich bin nicht gekommen, um dieses Gesetz, das ihr nicht einhalten könnt, außer Kraft zu setzen, sondern um diesen Anspruch zu erfüllen, den ihr nicht hinbekommt. Und zwar ganz praktisch, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, ist Jesus gekommen, um jedes einzelne Gebot einzuhalten und den kompletten Willen Gottes einzuhalten. Und im Endeffekt sagt die Bibel, dass er das auch geschafft hat. Also Jesus hat diesen Anspruch auch an sich selbst, denn er war ja selbst auch Jude. Das Gesetz hat für ihn auch gegolten und wir lesen auch im Neuen Testament, dass es gar nicht möglich war für andere Leute, für die Pharisäer oder so, Jesus nachzuweisen, dass er irgendwas vom Gesetz nicht eingehalten hat. Also er hat diesen Anspruch komplett erfüllt.
Aber trotzdem sagt er, und das ist jetzt der zweite Punkt, sagt er nochmal was zu der Gültigkeit des Gesetzes. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Klar, Jesus deutet hier schon so ein bisschen die Endzeit an. Er sagt, bis alles geschehen ist, solange Himmel und Erde bestehen. Aber er macht keine Aussagen hier direkt über die Endzeit, sondern er spricht die eigentlich nur an, um die Gegenwart zu betonen, um zu sagen, ich erzähle euch jetzt was über die Gegenwart, in der wir leben, über die Realität, in der wir leben. Und zwar nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch noch heute. Und er leitet es ein mit, denn wahrlich, und das ist das griechische Wort Amen, und das kennen wir ja. Und wenn wir Amen sagen am Ende unserer Gebete, dann einfach nochmal, um so ein bisschen Nachdruck zu geben. So, ich habe gerade was gebetet, Amen, ich möchte, dass das auch so passiert, beziehungsweise ich hoffe, dass es so in Erfüllung geht, wie ich es gebetet habe. Und Jesus benutzt jetzt dieses Wort am Anfang, um zu sagen, hey, das, was jetzt kommt, ist schon eine Realität. Das, was jetzt kommt, steht bereits fest. Das muss nicht erst in Existenz kommen, sondern es ist bereits wahr und daran ändert sich auch nichts mehr. Er sagt also quasi, ja, es wird irgendwann mal ein Ende kommen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Gegenwart. Und in der Gegenwart ist es so, dass vom Gesetz nicht ein Jota oder ein Strichlein jemals vergehen wird. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, die nächste. Genau. Jesus bezieht sich auf das Alte Testament und das Alte Testament wurde in Hebräisch geschrieben, deswegen hebräische Buchstaben. Und die hebräische Schrift ist so, da sieht man hier so Kästchen, das sind so Kastenbuchstaben quasi. Und jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet, also einmal das Aleph, das ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, dann das Jod. Die Buchstaben sind so ausgelegt, dass sie immer einen Kasten für sich selber in Anspruch nehmen. Und man sieht hier, das Aleph füllt es komplett aus und das Jod nimmt dann nur so einen Teil von diesem Kästchen ein. Und das Jod ist der kleinste Buchstabe, den es im hebräischen Alphabet gibt. Darf ich mal die nächste Folie haben? Und die Strichlein, die habe ich euch hier so schön eingekreist, das sind eigentlich nur Verzierungen an den Buchstaben. Wenn man die weglassen würde, was moderne Schriftarten heutzutage auch tun, dann sind da nicht diese ganzen Schnörkel drin, aber man erkennt den Buchstaben trotzdem und kann ihn trotzdem lesen. Und diese Strichlein sind eigentlich nur zur Verzierung da. Wenn sie weg wären, würde es keinen Unterschied machen. Aber Jesus sagt, obwohl diese Strichlein vielleicht unbedeutend scheinen mögen und obwohl das Jod so klein ist, dass es mal sein kann, dass man es vergisst, wenn man schnell schreibt, obwohl diese zwei Dinge vielleicht relativ unbedeutend sind, wird trotzdem ihre Gültigkeit im Gesetz niemals aufgehoben werden. Also egal wie unwichtig wir das ansehen, es bleibt trotzdem Bestandteil und es wird niemals aufgehoben und es ist immer noch ein Teil des Gesetzes. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Okay, also, wenn wir jetzt diese Worte hören, dann heißt es ja offensichtlich, dass Gott hier Unterschiede macht in verschiedenen Kategorien. Einerseits, dass es seiner Meinung nach Gebote gibt, die weniger wichtig sind und Gebote, die wichtiger sind. Und das ist keine neue Erkenntnis. So, den damaligen Juden war das klar. Ja? Es gibt Gesetze, die wichtiger sind und es gibt Gesetze, die weniger wichtig sind. Und Jesus selbst lehrt es ja auch, als er mal von einem Pharisäer gefragt wird, hey, was ist denn das wichtigste Gebot überhaupt? Gibt er ihm direkt eine Antwort und sagt nicht, na, alle Gebote sind gleich wichtig, sondern er macht eine Wertung und das ist auch was wir im Neuen Testament ein paar Mal sehen. Es gibt Gesetze, die wichtiger sind und es gibt Gesetze, die vielleicht ein bisschen weniger wichtig sind. Aber offensichtlich macht er auch eine Wertung innerhalb des Reichs Gottes. So, wenn du gute Sachen tust, dann wirst du groß angesehen und wenn du weniger gute Sachen tust, dann wirst du gering angesehen. Und das war auch also eine Tatsache, der sich die Juden bewusst waren. Es war nicht so, dass man gedacht hat, ja, wenn wir in Gottes Reich sind, dann sind wir alle gleich, sondern
es gibt schon so ein bisschen eine Abstufung. Ja, okay, Wertung ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Wort, aber so eine Art Ansehen im Himmel gibt es auf jeden Fall. Das war auch für die Juden keine neue Offenbarung so, denn es gibt auch diese eine Begebenheit, wo seine Jünger sich streiten, hey, wer wird denn im Himmel den Ehrenplatz neben dir einnehmen, Jesus? Und dann sagt er, keine Ahnung, das bestimmt nicht ich, sondern das bestimmt der Vater da oben. Also es gibt offensichtlich eine Wertung innerhalb des Gesetzes und dann gibt es offensichtlich noch irgendwie eine Form von Ansehen im Himmelreich, die auch so ein bisschen irgendwas zu tun hat mit den Dingen, wie wir uns auf dieser Welt verhalten. Aber die grundsätzliche Aussage ist nicht, ey, du musst Sachen machen, um da reinzukommen, sondern Jesus spricht hier von einem Zustand, wir sind schon da drin in diesem Reich Gottes. Und offensichtlich, ey, wenn ich da drin bin, dann können meine Taten, die ich vollbringe, irgendwie dazu beitragen, dass ich vielleicht im Himmel besseren Platz bekomme. Und auch wenn, er spricht jetzt hier genau die geringsten Sachen an, so die Sachen, die wir im Gesetz vielleicht als weniger wichtig ansehen, die wir gerne mal vernachlässigen, da sagt Jesus, hey, wenn du die nicht tust, dann bist du zwar im Himmel drin, aber dann bist du vielleicht in einer der letzten Reihen so. Aber wenn du sogar die kleinsten Dinge, die meinem Willen ja entsprechen, wenn du dich sogar danach richtest, dann sitzt du vielleicht in der ersten, zweiten, dritten Reihe oder alles Mögliche. Also er sagt nicht, dass unsere Taten der Weg sind, der uns da reinbringt, sondern er sagt, unsere Taten sind die, die so ein bisschen bestimmen, welchen Platz wir da drin bekommen. Aber wie kommt man denn nun da rein? Und das ist der dritte Punkt, den wir uns anschauen möchten, wo Jesus über die Gerechtigkeit seiner Zuhörer sprechen möchte. Und das ist in Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Okay, Pharisäer und Schriftgelehrte, die kennen wir schon, von denen haben wir öfter mal gehört. Das waren ja diejenigen, die sich im Gesetz mega gut auskannten. Die Pharisäer, die konnten das Alte Testament komplett auswendig aufsagen und die konnten dir auch sagen, was du zu tun hast, um dieses Gesetz einzuhalten. Und wenn du einen Juden gefragt hättest, dann hätte der, also wenn du ihn gefragt hättest, was glaubst du, wer am ehesten so in das Reich der Himmel hineinkommt, dann hätte dir wahrscheinlich jeder Jude geantwortet, die Pharisäer, weil die halten sich ganz streng an das Gebot und sind voll vorbildlich und jeder Jude hat die so ein bisschen bewundert, oder nicht ein bisschen, sehr, sehr bewundert für ihre Taten und dafür, wie gut sie sich auch an Gottes Gebot halten konnten. Also die Pharisäer waren so in den Augen der Juden der höchste Maßstab an richtigem Lebensstil und so ein Vorbild im Sinne von, wie lebe ich, dass es Gott gefällt. Aber jetzt kommt Jesus her und sagt genau zu den Juden, hey, die Leute, die euer höchster Maßstab sind, wenn ihr nicht weit, 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 weitaus besser seid, dann kommt ihr nicht in den Himmel rein. Und das hört sich im ersten Moment so an wie, ja okay, dann habe ich hier absolut gar keine Chance, weil die sind ja schon da oben, wo ich niemals hinkommen werde, aber ich muss das jetzt noch bei weitem übertreffen, dann habe ich ja absolut gar keine Chance. Und Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die derer, die ihr am gerechtesten anseht. Und um das zu verstehen, wäre es vielleicht ganz gut, das Wort Gerechtigkeit an sich zu verstehen, denn wir als westlich geprägte Christen verstehen unter Gerechtigkeit oft die Gerechtigkeit so im griechisch, hellenistisch, philosophisch, paulinischen Zusammenhang, also quasi so wie Paulus diesen Begriff erklärt oder auch prägt. Und wenn mich als westlicher Christ jemand fragen würde, hey, was ist denn Gerechtigkeit, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas antworten, wie ich habe es mir aufgeschrieben. Unter Gerechtigkeit verstehen wir, dass gerecht gesprochen werden vor Gott durch Jesus, der die Sünde der Welt stellvertretend auf sich nahm und am Kreuz den geforderten Preis für die Sünde bezahlt hat.
So ungefähr würde ich Gerechtigkeit beschreiben, weil ich sehr von Paulus Theologie auch geprägt bin, aber wir sind ja hier im Matthäus-Evangelium und Matthäus schreibt nicht an Heidenchristen in Griechenland, sondern er schreibt an Juden, die auch alttestamentlich jüdisch geprägt sind. Und in dem Kontext hat das Wort Gerechtigkeit eine andere Bedeutung, als wie wir sie heute verstehen. Und zwar bedeutet Gerechtigkeit im jüdischen alttestamentlichen Sinn mein persönliches Handeln in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Also quasi, meine Gerechtigkeit ist, oder ich bin gerecht, wenn ich so handle, wie es Gottes Willen entspricht. Das ist für die alten Juden quasi die Bedeutung der Gerechtigkeit. Also sagt Jesus hier quasi zu seinen Zuhörern, wenn nicht dein Handeln mehr mit dem Willen übereinstimmt als das von den Pharisäern, dann hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und klar, die haben sich vielleicht trotzdem noch gefragt, hey, was soll das bedeuten? Weil sie ja gesehen haben oder von der Art und Weise, wie die Pharisäer sich präsentiert haben, wie sie in den Straßen standen, ihre Hände so weit hochgehoben haben, wie sie nur konnten, damit alle sehen, der betet gerade und der ist so fromm. Für die Juden hat das so gewirkt, als wäre ihre Gerechtigkeit schon extrem groß. Aber Gerechtigkeit im Sinne von Handeln in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, sagt Jesus, schaut anders aus. Denn wie beschreibt denn Jesus die Gerechtigkeit der Pharisäer? Das lesen wir in Matthäus 23, Vers 23, wo er sagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wir sehen hier wieder, dass Jesus nochmal eine Wertung macht im Gesetz. Es gibt Gesetze, die weniger wichtig sind und es gibt Gesetze, die wichtiger sind. Und er sagt, ja, ihr Pharisäer, ihr seid gut darin, die unwichtigen Gesetze einzuhalten. Es ist ja ein alttestamentliches Prinzip, oder ein biblisches Prinzip, den Zehnten zu geben. Und damals im Alten Testament war das immer so, hier von allen deinen Einnahmen, auch wenn du, keine Ahnung, Landwirt warst, von deinen Einnahmen, von deinem Ertrag, gibst du 10% weg. Und die Pharisäer haben das gut gemacht. Die haben von Minze, von Dill und Kümmel, haben sie 10% wahrscheinlich grammgenau abgewogen, haben das dann in den Tempel gegeben und ja, haben jedes kleine Gebot, das Jesus als gering ansieht, haben sie in vollkommener Perfektion ausgeführt. Aber er sagt, dass sie die großen Gesetze nicht gehalten haben. Und das sind Recht und Barmherzigkeit und Glauben. Und das ist genau das, was Jesus vorher angesprochen hat. Im Himmelreich hilft es dir vielleicht ein bisschen weiter, wenn du auch die geringen Gebote einhältst, weil dann verdienst du dir vielleicht einen besseren Platz oder bekommst am Ende einen besseren Platz, wenn du die großen Gebote gehalten hast und dann auch noch die kleinen dazu. Aber Jesus sagt, bei den Pharisäern ist es genau umgekehrt. Sie sind richtig gut darin, so die kleinsten Dinge zu machen, aber die großen Dinge, die sie wirklich in das Reich Gottes reinbringen, die vernachlässigen sie. Und was ist denn jetzt das oberste Gebot, das Jesus sagt, was das Wichtigste ist? Ich glaube, wenn du Christ bist, dann kennst du das. Und es steht in Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Was ist denn das oberste Gebot, wird er da gefragt. Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also der ganze Anspruch, den Gott durch das Gesetz und die Propheten an sein Volk stellt, der ganze Anspruch wird erfüllt, wenn du diese zwei Gebote einhältst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.
Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und das ist der Anspruch, den Jesus auch erfüllt hat. Er hat nicht jedes Gesetz eingehalten aus demselben Grund, wie es die Pharisäer gemacht haben, einfach um nach außen hin gut zu wirken, sondern der Grund, warum Jesus jeden Anspruch des Gesetzes erfüllen konnte, war, weil er dieses erste Gebot gehalten hat, und zwar vollkommen, indem er den Herrn, seinen Vater, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand geliebt hat und die Menschen genauso geliebt hat. Und dass dadurch wurde dann schlussendlich das Gesetz erfüllt. Und wenn du heute vielleicht nur eine Sache aus der Predigt hier mitnimmst, dann hoffe ich, dass es so dieser Gedanke ist, dass du danach strebst, so dieses oberste Gebot zu halten. Denn das ist es im Endeffekt, was dir auch die Rettung bringt, dass du Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand liebst. Und das zeigt sich auch in der Liebe, die wir zu Jesus haben, indem wir ihn annehmen und seine Gnade annehmen. Und das ist so deine Eintrittskarte in den Himmel. Und wenn du dieses erste und zweite Gebot einhältst, dann kannst du dir schon mal sicher sein, du hast auf jeden Fall einen Platz im Himmel. Und dann wäre vielleicht der nächste Schritt, wenn du sagst, das ist schon so Realität bei mir, Gott ist schon meine Nummer eins und ich liebe ihn wirklich, so wie es da steht, dann wäre es vielleicht der nächste Schritt, zu gucken in deinem persönlichen Leben, was sind denn die geringen Gebote, die ich im Moment ein bisschen vernachlässige. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, lesen wir, wenn wir die nächsten Verse lesen, die Verse 21 bis 48, die werden wir uns jetzt nicht so genau angucken, weil das einfach viel zu viel ist. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Jesus da vier verschiedene Gesetze nimmt und die auslegt. Und zwar im Hinblick auf dieses erste Gebot, im Hinblick auf Liebe zu Gott. Nicht einfach nur dieser sture Grundsatz, das ist ein Gebot und ich befolge das genauso wie es dran steht, einfach damit es gemacht ist, sondern da gibt es ein Gebot und ich versuche rauszufinden, was Gottes Anspruch dahinter ist. Warum gibt er das Gebot? Was sagt es auch über seinen Charakter aus? Was sagt es über seinen Willen aus? Denn hinter jedem Gesetz in der Tora steht ein Heiligkeitsanspruch, den Gott an die Leute stellt, die sein Volk sind. Er macht es nicht, um einfach nur seine Autorität auszuspielen und zu sagen, ich bin euer Gott, ich gebe euch jetzt alle Regeln und ihr befolgt die einfach, weil ich Macht habe, sondern wenn Gott ein Gesetz gibt, dann hat das immer auch einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund sagt sehr viel über das Wesen Gottes aus. Und Jesus nimmt jetzt so ein paar Gesetze aus dem Alten Testament und listet die auf und versucht sie dann den Leuten begreiflich zu erklären. Und in den Versen 21 bis 26 lesen wir zum Beispiel, dass im Gesetz steht, du sollst nicht töten, aber Mord ist nicht nur die Tat an sich, sondern Mord ist schon, fängt da schon an, wo du mit Menschen einfach im Streit bist und nicht bereit bist, dich wieder zu vertragen. Und wo Unversöhnlichkeit dein Miteinander mit anderen Menschen dominiert. In den Versen 27 bis 32 redet Jesus darüber, dass wir nicht die Ehe brechen sollen, aber dass Ehebruch nicht einfach nur bedeutet, dass du, keine Ahnung, mit jemandem schläfst, der verheiratet ist, sondern Ehebruch fängt schon viel früher an, da wo dein Herz anfängt, also jetzt in meinem Fall, eine Frau zu begehren, die vielleicht schon verheiratet ist. Also es fängt schon im Kopf an. In Versen 33 bis 37 sagt Jesus, du sollst nicht falsch schwören. Und erklärt es dann, oder im Gesetz, er sagt, dass im Gesetz steht, dass wir nicht falsch schwören sollen. Aber er sagt, so, du solltest eigentlich an sich gar nicht schwören. Denn wenn du schwörst, dann schwörst du immer auf etwas, was größer ist als du. Und im Grunde ergibt es ja gar keinen Sinn, weil das Einzige, worauf du schwören könntest, wär dein eigenes Leben, weil mehr kannst du ja nicht geben, so. Aber du machst es trotzdem und eigentlich ist dein Schwur dann wertlos, weil du schwörst auf etwas, was du gar nicht geben kannst, so. Und er sagt dann,
anstatt zu schwören und irgendwie unrealistische Versprechungen zu machen, sei doch einfach ehrlich. Und wenn du jemandem ein Versprechen gibst, dann halt es ein. Und wenn du ihm das Versprechen nicht geben kannst, dann gib es ihm auch nicht. Und in den Versen 38 bis 48 sagt er, du sollst deine Feinde lieben. Aber das Gebot ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hören wir ja ganz oft, wenn wir als Christen unterwegs sind. So, ich bin Christ. Und dann kommen auch oft solche Sachen. Ja, wie gehst du denn um mit solchen Geboten? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und nur ganz kurz, im Alten Testament steht dieses Gebot. Aber es steht da, um ein Prinzip zu verdeutlichen. So. Wenn dir jemand was antut, dann soll die Strafe nicht höher sein als das Vergehen. Und jetzt im Neuen Testament sagt Jesus, ja, im Alten Testament steht, du hast das Recht auf Gerechtigkeit, aber du hast auch das Recht, gnädig zu sein. Und auf Hass von anderen Menschen kannst du mit Liebe reagieren. Und das sollst du tun. Wir sollen unsere Feinde lieben und Liebe, unsere Liebe können wir nur geben, wenn wir diese Liebe auch von Gott bekommen. Also was bedeutet das alles jetzt für uns? Also ganz grundsätzlich möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Ey. Ja, die Zeiten haben sich vielleicht geändert und es ist vielleicht nicht notwendig, jedes Gebot so einzuhalten, wie es im Alten Testament drin steht. Aber was sich nicht geändert hat, war die Absicht dahinter und der Wille Gottes dahinter. Und deswegen sagt Jesus, ich werde das Gesetz nicht auflösen. Das Gesetz bleibt so bestehen bis ans Ende der Zeiten und vielleicht sogar darüber hinaus, darüber redet er hier nicht. Und als drittes spricht er unsere Gerechtigkeit an, die Gerechtigkeit der Leute, die sich zu seinem Volk zählen, die ihm nachfolgen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, so, wenn du Christ bist, dann sollte es in aller Regel dein oberstes Ziel sein, Gott näher zu kommen und Gott immer mehr zu lieben, wie es hier in Matthäus 22 steht, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Und vielleicht kann das ganz praktisch so aussehen, dass du dir denkst, ja, ich möchte Gott mehr kennenlernen und ich möchte auch gern mehr seinen Willen kennenlernen. Und wenn das wirklich so wahr ist, dass das Gesetz und die Propheten eine Willensoffenbarung Gottes sind, dann würde ich dir einfach mal einen ganz praktischen Tipp geben, mal das Alte Testament zu lesen. Also ich meine, wir möchten ja auch den Willen Gottes erkennen. Und wenn Jesus sagt, der Wille Gottes steht im Alten Testament so, dann wäre es vielleicht an der Zeit, mal drin zu lesen. Ich weiß, das ist manchmal schwer und das ist manchmal zäh und manchmal auch ein bisschen unverständlich. Aber man zieht trotzdem eine ganz starke Erkenntnis daraus, wenn man so Passagen, die man liest, auch mal mit dem Gedanken liest, was will Gott damit eigentlich prinzipiell sagen? Denn jedes Gebot ist nur eine Form, das Prinzip umzusetzen. Also das wäre ein Tipp, den ich dir geben würde, weil ich gemerkt habe, dass da wirklich auch viel, viel Segen und Erkenntnis drauf liegt, wenn ich mir einfach auch mal die schwierigen Stellen im Alten Testament durchlese, die, wo ich nicht von Anfang an sagen kann, ja, da habe ich jetzt voll die Erkenntnis bekommen, das hat mich voll aufgebaut oder so. Aber über einen langen Zeitraum, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, dass ich jedes Jahr die Bibel nochmal komplett durchlese, innerhalb von 3 Jahren, ich merke es, jedes Mal, wenn ich es wieder von vorne lese, verstehe ich es ein bisschen mehr. Einfach so, ja, weil man es schon mal gelesen hat, aber auch so aus dem Gesamtzusammenhang und einfach mal zu sehen, wie hängt das Neue und das Alte Testament zusammen? Es ist einfach krass, wenn man das Neue Testament liest und dann sieht, im Alten Testament, es widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich und zeigt mir nochmal eine ganz neue Perspektive auf. Und das würde ich dir einfach als Tipp mitgeben wollen. Lies mal das Alte Testament. Auch Bücher, die du noch nicht gelesen hast, von denen immer gesagt wird, da stehen ja bloß Namen drin. Ich meine, ja, das stimmt, aber es kann dir trotzdem eine Perspektive geben. Ich möchte jetzt was mit euch machen, so als Abschluss zur Predigt.
Wir werden gleich noch ein Lied hören und in der Zeit, also die Technik wird gleich noch ein Lied abspielen, und in der Zeit möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du sagst, hey, ich bin schon jemand, der Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand liebt, das ist schon so mein oberstes Ziel, dann hast du ja schon quasi deine Eintrittskarte in den Himmel. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, in der Zeit, die wir uns jetzt nehmen werden, mal kurz vielleicht auch ruhig zu werden, innezuhalten und zu gucken, wo ist in meinem Leben gerade eins der geringen Gebote, die ich gerade versuche, so ein bisschen zu vernachlässigen. Und ich habe da vorne so einen Tisch aufgestellt, da sind Zettel drauf, da steht nochmal das oberste Gebot drauf und darunter steht mein geringstes Gebot. Und da gibt es auch Stifte und das kannst du dir dann aufschreiben, was jetzt du das Gefühl hast, was als nächstes für dich dran ist, wo du das Gefühl hast, in dem Punkt kann ich mein Handeln noch mehr mit dem Willen Gottes übereinstimmen lassen und so quasi an meiner Gerechtigkeit arbeiten. Nicht daran, gerecht zu werden, sondern einfach an dieser Gerechtigkeit im jüdischen Sinn. Mein Handeln mehr mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Das kannst du dir gerne aufschreiben, weil ich habe gemerkt, wenn man sich so Sachen aufschreibt, zumindest bei mir das so, dann ist es nicht nur eine Idee, sondern dann wird es auch Realität. Dann wird es auch mein persönliches Ziel, wenn ich es nicht nur in meinem Kopf lasse, sondern wenn ich es irgendwie rauslasse. Genau, und dafür würde ich einfach noch kurz beten wollen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir uns sicher sein können, Herr, dass nicht unsere Taten uns die Rettung bringen, sondern dass du uns die Rettung bringst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns nicht irgendwie unter Druck setzen lassen und dann das Gefühl haben, wir müssen uns durch unsere Taten irgendwie einen guten Platz verdienen, sondern dass wir merken, hey, meine Liebe zu dir treibt mich dazu, auch die kleinen Dinge zu tun, die ich vielleicht selbst als unwichtig ansehe. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass wir jetzt ehrlich genug zu uns sein können, um einfach festzustellen, was sind die Dinge, an denen wir selbst in unserem Leben arbeiten können. Ja, und ich möchte dich da einfach um Erkenntnis bitten und auch den Mut, sich das selbst einzugestehen. Einfach mit dem Ziel, dir näher zu kommen, nicht mit dem Ziel, irgendwie nach außen hin perfekt zu wirken, Gott. Amen.
Ich hatte gerade einen, einen Eindruck, und zwar, dass für die Menschen, die von sich sagen, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, Gott zu lieben, auch wenn du Christ bist, was heißt das praktisch, was heißt das konkret, also für mich persönlich? Also zum einen muss man wirklich wissen, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Einstellung. Dass die romantischen Gefühle daherkommen, das kann sein, ja, aber das Liebe ist erstmal eine Tatsache, etwas, was du im Kopf und im Herzen trägst. Und du merkst, ich habe keinen Zugang, ich habe auch keine Gewalt über meinen Kopf und meine Gefühle. Das ist auch nicht schlimm. Wir sind Menschen. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, und wir dürfen ganz, ganz, ganz ehrlich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, dich zu lieben. Vielleicht kann ich dich gar nicht lieben, aufgrund von meiner Biografie, meiner Struktur, meine Erfahrung, die ich mit dir gemacht habe. Aber da kommst du ganz ehrlich zu Gott und zu meinem Geist, sagst, hier, Geist Gottes, schaffe du in mir die Liebe für den Vater, schaffe du in mir die Liebe für Jesus. Gott kann in uns das Wollen und das Tun vollbringen. Und wenn wir uns hingeben und sagen, hier, Gott, ich bin ganz offen dir gegenüber, dann schafft er sowohl diese Haltung der Liebe als auch die romantischen Gefühle. Amen. Okay, wir sind am Ende von diesem Gottesdienst angelangt. Ich bitte nochmal die Band auf die Bühne. Und nächsten Sonntag gibt es weiter die dritte Predigt unserer Predigtserie Cliffhanger. Und da heißt es Gipfelsturm. Da werde ich mit euch zusammen den Gipfel erstürmen. Was auch immer das dann bedeutet, zumindest in der Predigt. Okay, direkt nach diesem Gottesdienst ist das Segnungs- und Heilungsgebet. Also für alle diejenigen, die Heilung benötigen, körperlich, seelisch, die aber irgendeinen Segen benötigen, ja, abgesehen davon brauchen wir das alle, aber vielleicht hast du ein ganz konkretes Anliegen für irgendetwas, was in dieser Woche passiert, und du möchtest gerne nochmal, dass jemand für dich betet. Die Gemeindeleitung wird dort zu meiner Linken sein, aber direkt nach dem Gottesdienst nutze diese Chance, Gebet zu bekommen, gesegnet zu werden. Das ist auf jeden Fall etwas für dich. Okay, und ansonsten darf ich euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte euch noch, und nochmal die nächste Folie, manchmal sage ich ja, oder oft sage ich, nach diesem Gottesdienst oder jetzt am Ende, ich wünsche euch eine gesegnete Woche, und dann sage ich Shalom. Und dieser Begriff Shalom, und ich möchte nicht einfach nur euch Shalom wünschen, sondern was das bedeutet. Und ich wünsche dir das Verwobensein von Gott, Menschen und der ganzen Schöpfung in Gerechtigkeit, Erfüllung und Freude. Diesen Segen, den wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und in dem Sinne, Shalom. Amen. Den drei einen Gott, ja, ich glaube an die Auferstehung.
Woche für euch alle.